Hallo und willkommen im Grillteam Barbecue Shop. Mein Name ist Björn und wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Edelstahlaufpreise. Drei Bauteile sind im Standardlieferumfang unserer Gastrobräter nicht aus Edelstahl. Das ist zum einen das chromatierte Grillrost sowie die Stahlbrenner und die Stahlzuleitung. Alle drei Bauteile bekommt ihr unter grillteam.de, aber gegen Aufpreis auch in Edelstahl geliefert. Der generelle Vorteil von Edelstahl ist seine Korrosionsbeständigkeit. Widmen wir uns als erstes dem chromatierten Grillrost. Wenn ihr beim Grillen mit scharfkantigem Werkzeug arbeitet, nach dem Grillen mit einer Stahl- oder Messingbürste beim Reinigen mal zu hart zu Werke geht, dann kann es sein, dass ihr die Chromatierung verletzt und an den Stellen würde es anfangen zu rosten. Aber auch wenn ihr den Gastrobräter ungeschützt der Witterung aussetzt, dann kann es sein, dass euer Grillrost nach einer geraumen Zeit so aussieht. Hier ist die Chromatierung nicht direkt verletzt, aber es haben sich so kleine Rostpickelchen gebildet. Wenn ihr das nicht haben wollt, bestellt das Grillrost direkt in Edelstahl. Ihr könnt keine Oberfläche mehr beschädigen und euer Rost ist hundertprozentig korrosionsbeständig. Schauen wir uns die Brenner des Gastrobräters an. Im Standardlieferumfang sind Stahlbrenner verbaut. Die bekommt ihr aber gegen Aufpreis auch in der Edelstahlvariante. Gleiches wie beim Grillrost gilt auch bei den Brennern: Stahl rostet. Ob jetzt der Brenner nach einem oder nach 9 Jahren so aussieht wie der hier oder ob der Grad der Verrostung deutlich weiter fortgeschritten ist, das kann ich euch nicht sagen. Das liegt nämlich sehr stark an Lagerung, Pflege und Reinigung. Wenn ihr den Gastrobräter auf euren Feuerwehrfesten, in Kindergärten, Schulen oder so wie ich in meinem Sportverein verwendet, dann kennt ihr das Problem. Nach dem Grillen findet sich nie jemand, der diese Geräte fachgerecht reinigt. Der darauf achtet, dass die Brenner nach dem Grillen sofort gesäubert werden, gegebenenfalls sogar eingeölt werden, was den Grad der Verrostung ja deutlich mindert. Der Gastrobräter nicht ungeschützt der Witterung ausgesetzt oder gegebenenfalls sogar feucht eingelagert wird. Wenn ihr niemanden habt, der sich darum kümmert, dann werden diese Bauteile rosten und ihr müsst sie gegebenenfalls sogar austauschen. Gleiches gilt für die Stahlzuleitung, die einmal quer durch den Grill läuft. Der Grad der Verrostung der Zuleitung ist etwas geringer als bei den Brennern. Das liegt daran, weil die Zuleitung weniger mit Salzen und Marinaden in Kontakt kommt. Allerdings ist der Austausch der Zuleitung etwas aufwendiger. Daher macht es genauso, wie ich es in meinem Sportverein auch gemacht habe. Bestellt alle drei Komponenten direkt in Edelstahl. Wir tauschen die Stahl- bzw. chromatierten Bauteile aus in Edelstahl-Grillrost, Edelstahl-Brenner und Edelstahl-Zuleitung. Und ihr bekommt somit einen korrosionsbeständig und rundum geschützten Gastrobräter geliefert. Das war es auch schon von meiner Seite. Alle Informationen zu den Aufpreisen Edelstahl bekommt ihr unter grillteam.de. Ich wünsche euch ein weiteres Mal viel Spaß beim Grillen mit unserem Gastrobräter. Wir sehen uns bald wieder. Euer Björn vom Grillteam.